In Deutschland gilt das Prinzip der Gewaltenteilung. Es gilt auf Bundesebene und in den einzelnen Ländern, also auch in Hessen. Gewaltenteilung bedeutet, dass die staatliche Macht oder auch die Staatsgewalt auf mehrere Institutionen und Organe aufgeteilt ist. Es gibt drei Teilgewalten. Eine Teilgewalt heißt Legislative. Sie kommt zum Tragen, wenn Gesetze gemacht werden. Es gibt Gesetze, die überall in Deutschland gelten und Gesetze, die jedes Bundesland für sich beschließen kann. In den Bundesländern beschließen die Abgeordneten des Landtages die Gesetze. Die Legislative ist also die gesetzgebende Gewalt. Die ausführende Gewalt ist die Exekutive. Sie ist dafür zuständig, dass Gesetze angewendet und eingehalten werden. Zur Exekutive gehört die Landesregierung des jeweiligen Bundeslandes, aber auch nachgeordnete Behörden wie Polizeipräsidien, Museen, Hochschulen oder Ämter. Die Judikative ist die dritte Teilgewalt. Sie heißt auch rechtsprechende Gewalt. Unabhängige Gerichte entscheiden darüber, ob jemand gegen Gesetze verstoßen hat oder nicht. Der Staatsgerichtshof des Landes Hessen prüft, ob Gesetze mit der Verfassung übereinstimmen. Gesetzgebung, Ausführung der Gesetze und Rechtsprechung sind also getrennte Bereiche. Jeder Bereich hat begrenzte Macht. Die Regierung kann nicht ohne die Gesetze des Landtages handeln. Der Landtag kann Gesetze machen, sie aber nicht durchsetzen. Unabhängige Gerichte entscheiden auf Grundlage der Verfassung und der Gesetze, die der Landtag beschließt. Das ist das Prinzip der Gewaltenteilung. Es soll verhindern, dass ein Bereich seine Macht missbrauchen kann. Die Gewaltenteilung ist in Artikel 20 des Grundgesetzes festgeschrieben.